Guten Morgen, Rupi. Morgen. Wie war dein Wochenende? Wunderschön. Ich habe mich vorbereitet. Das sind ca. 700 Kalorien. Schaut nach Müsli aus, oder? Ja, so eine Art Bierchen-Müsli. Joghurt, Skyr, verschiedene Früchte. Weil ich ja nicht nur, also ich möchte nicht nur funktional meine Kalorien voll bekommen, sondern ich will das Ganze auch irgendwie gesund machen. Also so ein bisschen. So ein bisschen. Ich will, aber ich weiß doch nicht, ob ich es schaffe. Ja, also so jetzt habe ich so eine Beerenmischung, Tiefkühle, aber auch einen Apfel und eine Banane drin. Und vielleicht kommt dann noch in der Zukunft ein paar Nüsse dazu und so. Also da versuche ich so ein bisschen auch auf meine Mikronährstoffe zu gucken. Grüne Sachen habe ich auch daheim für heute Abend. Und ja, dass ich ungefähr das so ein bisschen abdecke. Wie geht's dir? Krankheit? Ja. Wir sind beide ein bisschen verschnupft. Besser. Besser? Ich habe mich gut auskuriert am Wochenende. Sehr schön. Und heute wieder trainiert. Mhm. Noch nicht so nach Plan, aber ich habe ein bisschen Jammer, ein bisschen Crosstrainer, ein bisschen mich ausgerollt. Weil also Couching ist ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Aber 4-Wochen-Programm ist jetzt erstmal auf Pause gesetzt. Ich habe ja letzten Dienstag, war Tag 8 oder 9, mhm, und ich mache jetzt morgen mit genau an der gleichen Stelle wieder weiter. Okay. Also ich mache quasi den Dienstag doppelt. Das ist Intervall. Und am Mittwoch geht es dann mit Tag 9 oder 10 weiter. Ja. Ja, alles klar. Gut. Ja, mir geht es auch ein bisschen besser. Gestern auch schon wieder trainiert. Heute steht auch Training an, sogar mit Fotoshooting. Der Markus wird ein paar Bilder von uns machen, damit wir für unsere Webseite, für Instagram und so weiter so ein bisschen Footage haben. Ja, einfach mal ein bisschen mit aufnehmen. Was steht sonst so an? Ich werde jetzt putzen und ansonsten, der Daniel hat gestern irgendwas gemeint, dass um 11 ein Termin reingekommen ist. Den wird er wahrscheinlich dann übernehmen. Und ansonsten habe ich überhaupt keinen Überblick. Morgen! Glaub mal, was das ist, Markus. Online-Bestellungen? Ja. Genauer? Malnutrition? Yes! Alle Malnutrition-Bestellungen sind jetzt da. Willst du dir Markus freuen? Das heißt. Hey Daniel. Hey Marco. Was geht heute so ab? Viel, viel. Also Terminkalender ist eigentlich nicht voll, aber wir haben ihn voll gemacht, weil wir nämlich uns gegenseitig fotografieren, beziehungsweise du, Markus, fotografierst den Ruppi im Training und mich im Training. Und du hast jetzt gerade ein bisschen Leerlauf, wie du erzählt hast. Deswegen habe ich hier eine... Das ist ein Gerücht. Ich habe hier eine geile Liste mit 9 richtig falsch Posts. Und zwar Hip Thrusts, Langhandelrudern, Beinpresse, Ausfallschritte, rumänisches Kreuzheben und ja, da machen wir ein paar Fotos. Ernährung on point. Also ich muss ja sagen, ich habe heute vorgekocht, aber ich wurde überrascht von Markus, der uns Hot Dogs gemacht hat. Und jetzt werde ich wahrscheinlich meine vorgekochte Mahlzeit entweder als Nachspeise essen
oder für morgen aufheben. Aber das sind, also der Markus ist unglaublicher USA-Fan, sag ich jetzt mal, oder? Stimmt, oder? Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Auch wenn das jetzt kein richtiger amerikanischer ist, weil da war ich zu faul, mich 5 Stunden in die Küche zu stellen für den richtigen Bun. Der Markus hat schon mal hier für uns Hot Dogs gemacht mit eigenem Bun und ohne Witz, das sind Welten. Das sind wirklich Welten. Ich war am Wochenende zufällig im Ikea, hab da einen Hot Dog gegessen, kann es auch wegschmeißen. Also das sind wirklich Welten. Und jetzt gibt es einen Bavarian Hot Dog. Bin sehr gespannt, wie der jetzt wird. Mit einem Art, wie soll ich sagen, Laugen. Es ist eine Brezelstange. Eine Brezelstange ist. Aber du musst das jetzt noch einen Ketchup und einen Senf drauf. Ach, das ist nur jetzt ein Senf drauf. Okay. Es ist Zwiebel und Käse drauf, aber es ist noch kein. Da, schau, kein, da kennt man halt einen echten Ami. Mit der Familie Paco Ketchup. Ist übrigens der Senf aus New York, der wird auch auf den Straßenläden verkauft. Mhm. Nein, verkauft nicht, einfach draufgehauen. Und der Heinz, mit Heinz geht alles. Aber der ist schon sehr speziell, der ist so. Der ist. Der ist nicht ganz so essiglastig. Der ist nicht ganz so scharf wie jetzt bei uns, der, finde ich. Das muss man halt auch sagen. Das Würstchen, das kann halt was. Die Wurst ist der Unterschied, weil das ist ein echtes echt amerikanisches Hotdog-Würstel. Also Ballpark-Sausage. Das schmeckt man einfach. Das ist gut. Sowas kriegst du halt bei uns leider nicht. Mhm. Also bei uns kriegst du halt so eine fast eine Wiener. Eine einfache Wiener, mhm. Oder du musst weiß nicht, irgendwie was Würziges nehmen, aber das ist dann meistens zu intensiv. Mhm. So eine Bockwurst. Ah, ist zu dick. Sehr gut, Markus. Hast du gut gemacht. Vielen Dank. Mal schauen, was der Daniel sagt. Oh, der isst eigentlich immer alles. Der, wenn er nicht gerade Fastentag hat. Rupi, du warst gerade wieder in der Umkleide und hast den Kummerkasten ausgeleert. Kummerkasten ausleeren, ist es jetzt irgendwie schon. Ich bin da immer ein bisschen gespannt, muss ich sagen. Das ist schon cool. So. Die Umkleiden sind schon sehr staubig und vor allem unter den Tischen und den Schränken, jawohl. Macht sehr viel Spaß, Staub unter den Spinden und Bänken. Ja. Es ist unglaublich, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Man könnte wahrscheinlich, eigentlich wäre es echt geil mal, könnten einen Zeitraffer aufbauen, oder? Würde mich mal interessieren. Das ist echt krass. Also was wir staubsaugen in der Umkleide, bei den Männern vor allem, das ist unglaublich. Nehmt mal bitte weniger Staub mit, das wäre schon sehr, sehr nett. wir haben jetzt wirklich auch, wir haben den Martin jetzt auch eingeteilt, unseren Azubi, dass der jedes Mal, wenn er kommt, einfach sofort erstmal staubsaugt. Das ist echt, das ist wirklich brutal. Und jetzt gerade im Winter merkt man es halt, die Leute haben wahrscheinlich Mantel da, wird mehr ausgezogen einfach. Es ist schon wirklich brutal. Also es hat sich jetzt im letzten Jahr extrem nach oben potenziert sozusagen, natürlich auch mehr Mitglieder, deswegen kommt einfach mehr rein. Und da sind wir jetzt natürlich auch schon sehr dahinter und das ist durchaus auch bei uns aufgefallen und wir wissen das natürlich und saugen da so oft und so gut es geht eben. Also freut mich, dass trotzdem alles andere top ist. aber das ist durchaus was, wo wir echt stöhnend hinterm Dresen hocken, weil er so, ja, heute in der Früh gesaugt. Und dann kommt der Daniel zu mir, hast du eigentlich gesaugt? Und so, ja, gestern Abend so. Und dann so, ja, das schaut aus wie ja, ist, ja. Da müssen wir einfach dranbleiben und wir müssen einfach die Taktung anpassen. Und dann wird es hoffentlich besser. War schon hart. Also, es war ungefähr 2 oder sowas. Da ging schon los hier drin, Vollgas. Mit Stoßzeit, weil ja irgendwie jetzt gerade Ferien sind und die Leute einfach Gas geben. So, dann war einer hier drin, der seit einer langeren Wartezeit mal wieder trainiert hat, Grippe gehabt hat, jetzt immer noch eigentlich und halt nichts gegessen hat seit gestern um 8 oder was. Mit 30 ist der, oder? Genau. Okay. Voll zum Draht, aber richtig, da lag der bei uns in der Umkleide. Ich hab dem eine Banane gegeben, da hat er zweimal abbissen, dann ist ihm gleich so schlecht geworden, dass er gleich geschwimmen hat fast. Und dann hat er schon selber gesagt, Zanker holen. Ja, dann angerufen,
So, sind die gekommen und in dem Moment, als der kam, kam schon mein Probetraining. Nein, das eigentlich um 18 Uhr erst kommen sollte und jetzt ist halb sechs, weißt du? Ja, das war dann ein bisschen stressig alles. Und jetzt kam dann auch noch, der jetzt ausgepiepst wurde. ja, das war jetzt. Ja, aber nochmal alles gut gegangen. Ja, Gott sei Dank. Also ihm geht's gut. Der ist da schon wieder stabiler geworden. Der hat dann nochmal ein bisschen Tabletten gekriegt und dann ist er schon wieder selber hier rausgegangen und auch noch sogar Auto gefahren, glaube ich. Also schon gepasst. Ah ja, ohne Witz, da flattert mir selber das Herz. Das ist dann ein Samtrad. Ja, mit Flipper ist halt auch. Ja, das war. Das war so geil, weil der Typ von der eine hat so gemeint, ja, mit Grippe trainiert man aber fein, gell? Und er so, ja, aber ich wollte so, ja, fühle ich jetzt einfach nur von mir ermahnt. Verstehe schon, lass einfach sein, okay? Da, wo gehst du hin? Genau, ich hab keinen Bock mehr! Nicht sparen, der Elektriker wollte da. Und der hat unser schönes Schild angeschlossen, beziehungsweise das Licht angeschlossen. Und jetzt gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Ein bisschen heller sein, meiner Meinung nach. Ist das viel? Ja, die Leiste ist noch ein bisschen verdreht. Und rechts sieht man es und in der Mitte ist es nicht ganz gerade. Und der Winkel stimmt noch nicht ganz.